Herzlich willkommen zu unserem Stream in F1 2016. Wir haben noch 9 Rennen zu fahren und fangen auch direkt an mit dem Hockenheimring, ne? Genau. So, dann bist du schon bereit, Patrick? Ich bin bereit, ja. Jawohl, ich auch. So, ja, die Vorbereitung auf die Gamescom laufen und auf Hochtouren. Wie sieht's denn bei dir aus, Patrick, gerade? Ja, ich habe eigentlich schon alles verplant, so fast alle Tage. Bis auf den Freitag, der ist noch frei, aber alles andere. Und bei dir? Okay. Ja, also bei mir ist von Montag bis Donnerstag komplett zu und es werden ja bestimmt noch einige andere Sachen noch dazu kommen. Was mich am meisten freut, ist die Xbox One X, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil es ja eine neue Konsole ist, weil da freut man sich natürlich auch da drauf und dass man was Neues erfahren darf in der Hinsicht derzeit. Und Bist du dann auch bei Pressekonferenzen auf der Gamescom? ja, also Pressekonferenzen jetzt nicht direkt, aber ich bin halt eher so in den Areas halt dabei. Genau, ich auch. Und hast du direkt auch bei Microsoft was, dass du die Xbox One X spielen kannst? Logisch. Ah, okay, super. In dem Booth heißt es, da kann man sich dann Fastpass dann so gesehen dann holen. Ah. Man könnte auch anders, aber ich wollte Fastpass. Dann kannst du schön Forza 7 spielen. Ja, jede Menge. So, dann fahren wir mal gleich zur Strecke. Also, fahren wir auf der Strecke. Okay, und los geht's mit der Qualifying-Runde. Viel ja, Glück. Ich werde wahrscheinlich wieder letzter. Danke dir auch. Oh, da muss man erstmal wieder reinkommen. Oh, DRS. Oh, es sieht toll aus, gell? Mit dem Sonnenuntergangsscheiße fast versaut. Ich habe schon ein bisschen trainiert die Strecke online. Ist aber auch schon wieder eine Woche oder so her. Ich bin ehrlich gesagt nicht einmal gefahren, seit wir das letzte Mal gestreamt haben. Ich bin nur ein paar Mal Hockenheim gefahren. Oh, ich freue mich schon wahnsinnig auf F1 2017. Schade, dass es nicht, schade, dass wir das nicht auf der Xbox mal präsentieren, aber das wäre interessant mit der Xbox One X dann, aber wie gesagt, das wäre für dich dann auch der Nachteil. Also von daher. Naja, es gibt ja noch keine Xbox One X erhältlich. Ja, aber es wird aber die 4K-Version geben für die F1-Version. Und für die PS4 Pro dann nicht? Das ist ja natives, was da kommt auf die Xbox One X. Das ist ja richtig 4K. Das, und die PS4 Pro wird das nicht schaffen wahrscheinlich. Ja. Nee. Das ist die erste Konsole, die was nativ rausbringt alles. Darum aber gibt es denn kein einziges natives 4K-Spiel auf der PS4? Nein. Das ist alles nicht nativ. Nein. Okay, ja, ich habe mal eine 1.18.392 gemacht. Ja, mal schauen, wo ich rauskomme. Ich bin noch dabei. Ich bin einmal rausgerutscht, aber das kriegen wir schon noch hin bei der nächsten. Aber also, haben wir jetzt DSS wieder an, oder? Also da kommen wir jetzt. Es gibt ja nur eine Runde beim Qualifying hier. Wir haben ja das One-Shot-Qualifying. Nee, aber das DRS ist an, oder? Für die ja. Rennen. Ja, es sei denn, es regnet, dann wird es abgeschaltet. Okay. Alles klar, ich bin letzter, wie immer. Aber es passt schon, das ist nicht so schlimm. Wir geben ja unser Bestes und wenn es nicht geht, geht's halt nicht. Ja. Die letzten Rennen waren ja ganz gut. Oh, hallo, neuer Zuschauer. Schön, dass du dabei bist. Hoffe, es macht ein bisschen Spaß. Wir spielen hier Hockenheim in F1 2016. Ja, so, Rennstrategie nach 5 Runden. Von 17 ist ein bisschen früh, aber wenn der meint, das passt, so lange lassen wir es. So, dann herzlich willkommen auf dem Hockenheimring. Jetzt geht natürlich nichts mehr mit der Kupplung, gell? Oh, jetzt hat er einen guten Start hingelegt, sehr gut. Oh, ich habe einen schlechten Start hingelegt, bin schon Dritter. Ja, ich bin aber ganz hinten, ist ja klar, weil ich ja auch im Qualifying nicht so weit gekommen bin. Achso, ich habe schon wieder. Boah, nee, bitte nicht, ich will einmal hinten dran bleiben. Sieht vom Wetter her so aus, als könnte es regnen. Ja. Weiß nicht, ob wir das vorher hätten schauen können. Aber er würde uns das schon vorher sagen, hoffentlich. Ja. Spielt übrigens auf dem Schwierigkeitsgrad Mittel, falls ihr euch das fragt. Online, ich sag's dir, wenn man da fährt, du hast keine Chance. Selbst wenn du den Kurs dann schon dreimal gefahren bist, du bist immer noch Vorletzter. Okay. Das Niveau ist einfach so hoch da. Okay.
Also ich habe mich gerade auf den 13. Platz durchgedrungen. Boah, Super. nein, jetzt hat er mich voll auf die Seite gedrückt. Nein. Oh Immer Mann, eine Armlänge Abstand zur KI, sonst bist du schnell draußen. toll. Das war ich ja. Und er ist ja an mich rangefahren. Aber irgendwie hat das einen Fehler irgendwie so verursacht. Man hat gesehen, wie er voll gerast ist, ja. Also irgendwie total schnell, so kam mir das so. Boah. Ah, nein, aber noch bin ich dran, also so ist nicht, dass ich ganz weit weg bin. Und hier müssen wir nur einmal rausfahren, gell? Nicht mehr zweimal. Auf jeden Fall einmal, da müssen wir dran denken, ja. Also sonst hätten wir wahrscheinlich schon mehr Punkte gehabt, ganz Ja. ehrlich. Da habe ich auch am Anfang dran gedacht. Aber wir sind noch immer als Team auf dem zweiten Platz. Nee. Wir waren, glaube ich, auf dem vierten Platz. Aber ich habe heute gesehen, wo wir da drin waren, war mit 139 und der erste 158. Ach so, meinst du, ja, okay, in der Fahrerwertung sind wir Zweiter, ja. Ja, Aber in der klar. Teamwertung habe ich jetzt gemeint, wo alles zusammengezählt Ach wird. so, okay, Fahrerwertung, genau, habe ich es verwechselt jetzt gerade. Ja, aber es sind ja noch 9 Rennen, da können wir auch in beiden noch Erster werden. Es kann auch alles passieren hier, gell? Ja. Ja, schade, dass Hockenheim im realen Rennkalender nicht mehr vertreten ist in dieser Saison. Gar keine deutsche Ach so. Strecke, ja. Ich hoffe, im nächsten Jahr ist wieder Okay. mit dabei. Woran lag's? Ich glaube am finanziellen. Okay. Glaubst du, dass bei F2017 dein Hockenheimring schon dabei ist, oder? Nee, kann nicht dabei sein, weil es ist ja keine Strecke 2017. Ach so, okay. Das bedeutet, wir Das fahren das ist. hier wahrscheinlich das erste und letzte Mal hier. Oh, okay. Ist auch eine Strecke dann weniger insgesamt im 2017er Rennkalender. Wir fahren jetzt, glaube ich, 21 Strecken und 2017 sind es 20. Okay. Naja, kommt der Schuhmacher wieder zurück, gell? Wie, der Schumacher kommt zurück. Ach so, ja, so ein Ah, paar der. Ferraris von ihm da. 2001er, glaube ich. Und 2005er oder so. Und von Ayrton Ja, Senna, klar. das Auto, von Berger, die ganzen Klassiker. Mika Häkkinen. Glaubst du, dass Nico Rosberg wieder zurückkommt dann in dem Fall? Irgendwann, wenn es ihm zu langweilig wird, vielleicht in Monaco, ja. Nee, ich meine, jetzt hat in die Strecken jetzt hier rein ins F1 Nee, ich glaube, es kommen 2017. wirklich nur die Fahrer, die wirklich in dieser Saison auch antreten. Und Weil dann ich wird wusste es ja, dass Bottas Michael und Schumacher ja Hamilton. auch wieder dabei ist. Deshalb. Ach so, ja, aber nicht als regulärer Fahrer wahrscheinlich, sondern nur, wenn du Ja, diesen Classic, das Classic-Auto fährst. So. genau. Aber was neu ist, Genau. dass da Kurzstrecken dabei sind. Also von Kurzstrecken. Silverstone und noch von 3 anderen Strecken, glaube ich. Ja, genau, so Kurzversionen von den Strecken. Mir kommen zwar die Kurse eh teilweise schon so kurz vor, aber okay. Aber es sieht auch viel toller aus von den Regeneffekten her und so allem. Ja. Partikeleffekte, wenn du Crash baust. Also das Wetter bleibt, soll trocken bleiben, hat er mir gerade durchgesagt. Und bei mir ist der Ja, aber Boxenfunk ich wieder denke mal. da. Der war ja sonst immer nur in Textform. Ist bei dir der Okay. Boxenfunk auch auf Englisch? Nein. Komisch, weil das Spiel ist bei mir auf Deutsch, aber der Boxenfunk ist Englisch. Bei mir muss Da immer hast du es irgendwas nicht nicht stimmen. eingestellt. Ja. Ja, hast du Wusste halt gar nicht, nicht dass man es separat eingestellt. einstellen kann. Vielleicht will man das so auf den Stil haben dann. Und wie sieht's bei dir aus? 13. oder? Ich bin gerade 16. Noch. Gut. 17. Oh nee, warum fahren die mich immer an? Nee, das kapiere ich nicht. Nein, jetzt bin ich voll draußen. Ah. Oh Mann, jetzt bin ich der Letzte. Oh Mann, das nervt mich schon langsam. Aber ich nehme es als Humor. Das ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie bin, aber. Aber es ist halt schade, weißt du, jetzt haut es mir überall raus. Wir Das ist sollten voll vielleicht mal peinlich. ein Rennen ohne Kollision machen, wo du durch die Gegner durchfahren kannst. So zum Das wäre Test, so wie eine das Frage. läuft. Glaub mir. Ich bin jetzt ganz weit hinten wieder. Das wird wieder der letzte Platz werden.
Schaffe es schon wieder gar nicht mehr aufzuholen. Oh, ich sehe dich ja. Ja, hallo an den neuen Zuschauer bei mir. Hallo. Wir fahren ja gerade Hockenheim. Oh, 16. Wir kommen gleich in das Boxenstoppfenster schon rein. 16,7 Sekunden bin ich zum nächsten 21. Platz Ja, aber das entfernt. ist schon machbar. Ich weiß nicht, was da los ist. Warum das immer da passiert. Also ich versuche ja normal zu fahren, aber die fahren dann einen so rein, dass da gar keine Chance mehr hast, da irgendwie das aufzuholen. Sehr komisch. Aber ich finde auch, dass es ein paar Bugs auch hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Manchmal haut sie raus und dann kriegst du Strafen und alles Ja. Mögliche, das, was mir dir zugeschrieben wird. Das ist ein altes Thema, Also das ist schon seit 2010, seit es die Serie gibt von Codemasters, das ist es schon ein Thema. so, okay. Aber es ändert sich irgendwie nicht von Saison zu Saison. Schade, dass noch kein E-Sports gibt für Formel 1. Jetzt hat er Könnte gestern es bei schon geben, Call aber of Duty. vielleicht ist es gar nicht so populär, dass man. Ich denke mal schon, dass das populär werden würde. Schau mal, E-Sports ist ja auch jetzt halt Call of Duty ist ja auch jetzt halt Ja, die aber ich meine, vielleicht gibt es da World Tour. irgendwelche Championship Series, nur wir wissen davon nichts. Ja, vielleicht so interne, wo noch nicht so direkt offiziell sind. Ja, aber das wäre auf jeden Fall was, was sie pushen könnten. Das ist ja bei Rocket League zurzeit so, das wird ja extrem gepusht, was Ja. so ESL und sowas angeht. Oder ihre eigene Liga. Ja. Ja, Rocket League ist ja jetzt auch dazu gekommen. Okay. Die haben ja schon irgendwie ihre Hoffentlich. sechste Saison oder so, das ist ganz extrem bei denen. Ich war letztes Jahr auf der Gamescom mal bei denen, die haben mir die ganzen Zahlen präsentiert, das explodiert total. Und auch die Preisgelder und Okay. sowas. Ja, bis zu 3 Millionen jetzt schon. Für ein Team. Aber ich muss sagen, ich würde das nicht so irgendwie professionell spielen wollen. Da sind zu viele Unsicherheitsfaktoren da irgendwie drin, was das Spiel angeht. Ja, wenn du dein Geld damit verdienst und du kannst jeden Tag trainieren, du trainierst Ah, es ja ah, auch. Das ist ah. ja nicht so, dass du es einfach liegen lässt und du stehst da auf und spielst schon damit, heißt. Weil du musst ja einfach drinnen bleiben, du musst ja die Taktiken kennenlernen und so weiter und so Ja, fort. aber es ist Du mehr musst ja für wissen, mich wie. so ein Fun-Game irgendwie. Das würde ich jetzt nicht so oft spielen wollen, dass dann irgendwie der Spaß vielleicht nicht mehr so da ist. Ja, du überholst mich jetzt gleich wieder. Das darf doch nicht wahr Dabei sein. bin ich gar nicht so schnell und konzentriere mich gar nicht so sehr darauf. Sehr viele Verbremser und so. Ich hoffe, ihr entschuldigt, dass ihr ganzen Profis die zuschaut. Aber ich denke mal, als Erster mit 20 Sekunden Vorsprung geht das schon. Oder das heißt entschuldigt. Komisch. Ja, von mir aus könnten wir Schwierig. sicherlich den Schwierigkeitsgrad ein bisschen hochstellen, aber. Ja, Schwierige finde ich auch, Sache. aber wenn das immer zusammen Vielleicht ist, mal das einfach mal Modellsystem. hochstellen und ohne Kollision. Ich glaube, jetzt Mal schauen, kannst du wo mich wir überholen, rauskommen. ey. Du bist schon dabei. Ich bin Bist du in in der der Box Box? drin. Ja. Das wird jetzt sein, dass man Nee, jetzt. da bin ich nicht nah genug dran. Doch, Oh, wirklich. bin im Doch, Kies. doch. Doch, doch. Wo ist jetzt gerade ein Ziel? Oder? Ja, ich hoffe, wenn ihr das hier auf Was? YouTube dann später seht, dann dass die Bildqualität erheblich besser Doch. ist, weil ich es jetzt parallel aufnehme. Doch, du bist jetzt hinter mir. Wäre es doch auch mal schön, sind wir mal auf der Strecke zusammen. Oh, Kann Patrick, man es auch was sehen? deine Scherze. Nee, sieht man das ernst? Boah, das ist schon fies, ey, dass du schon hinter mir bist. Ja, du warst ja auch in der Box. Nee, aber allgemein, du fällst mich auch so überholt, schon. Oh, ich sollte auch fahren. Mein linker Vorderreifen ist bei 94% Abnutzung. Das hatte ich auch noch nicht. Ja, ich glaube, das war sehr schnell dadurch, dass ich auch zusammengestoßen bin mit den anderen, heißt. Na? Er hat wahrscheinlich die Reifen auch um sie jetzt zusammengehauen. Warum ist der linke vordere Reifen so? Die anderen sind bei 70, bei 60 und der ist bei 95. Der wird wohl Ich sehr glaube, ist irgendwo beansprucht. angestoßen. Oder? Nee, eigentlich nicht. Ne, okay. Oh, jetzt ist er bei 98. Ich glaube, der platzt gleich. Was passiert bei 100? Ah, Gleich oh, oh, erfahren wir es. oh, Ich fahre mal lieber ein bisschen langsamer. oh.
Nicht, dass ich ausschalte, weil ich glaube, wenn er platzt, dann bin ich weg. Ja, genau. Ist nicht wie beim Ja, das realen ist Auto, auch dass es eine beim realen Konzeption Formel 1 Auto, gefragt. dass es noch so ein bisschen miteiert, dass ich einen Plattfuß habe, sondern dann ist, fliegt der Reifen in dem Spiel Hau einfach. lieber Aber jetzt jetzt ist rein, es ja, hau lieber. 100%, ja. Oh, ne. Teamkollege ist in der Boxengasse. Lieber so, bevor du da keine Probleme damit hast. Abstand. Oh, Hatten wir schon öfters, mein dass ich Erster war und dann rausgeflogen bin wegen Disqualifikation Teamkollege. oder was? Aber jetzt dürfen wir es uns nicht mehr erlauben, ne? Nee. Das ist auf jeden Fall ein Muss jetzt. So. Hälfte haben wir rum. Wie weit bist du weg vom nächsten? Ich bin ja immer noch 25 Sekunden vor dem anderen, obwohl ich in der Box war. Was ist da los? Okay, also auf jeden Fall ist jemand hinter mir schon fast. Ja, dann bist du ja nicht letzter. Nee, nee, das ist der erste wahrscheinlich dann, oder? Ach so. Nee, ich bin ein bisschen weiter weg. Ich sehe dich noch nicht auf der Minimap. Ich sehe einen grauen Punkt, deshalb. Der ist mir schon verfolgt. Jetzt sehe ich dich gerade. Ist deine Karte vielleicht ein bisschen rausgezoomt? Boah, bist du schon wieder so weit hinter mir? Boah. 30,1 Sekunden. Ja, brutal. Nein, nein. Boah. Boah. Irgendwas stimmt mit der Strecke halt nicht. Ja, aber Hockenheim ist doch was anderes wie das. Doch, das ist Hockenheim. Echt, jetzt haben sie es geändert. Ja, es gibt doch So diese weit waren wir gar Nordschleife nicht. oder so. Ist es? Nee, das ist Nürburgring, oder? Das ist Nürburgring. Vielleicht verwechsel ich gerade. Aber es wurde schon im Laufe der Zeit ein bisschen verkürzt, alles, ja. Nürburgring ist das. Ich finde die Strecke eigentlich besser wie der Nürburgring. Die haben sich ja eine Zeit lang abgewechselt. Achso. Aber in der nächsten Strecke bin ich dann nicht mehr so gut, weil die habe ich gar nicht drin. Weiß ich gar nicht, wie die ist. Ich muss ihn einfach setzen. Okay. Total lustig gewesen gestern. Aber. Aber not sure for stream. No, no, no. I not safe for streamers. Ja, jetzt bin ich aber da, gell? Ja, du bist schon Schön hinter blaue mir. Flagge und Platz machen bitte. Ne. Ich bin gerade bei der Allianz hier vorbeigefahren. Ich sichere mich schon mal ab. Peres ist nur noch 13 Sekunden hinter mir, gerade waren es 25. Wie macht er das? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Vielleicht auch Wahrscheinlich wirklich war einer der in der von den Runde Fahrern. davor in der Box und deswegen war der Abstand so extrem. Ah, das kann wirklich sein, ja. Oh, ich sehe schon wieder andere Fahrer hinter mir. Irgendwie ist es sehr komisch, als hätte ich so einen langsamen Fahrer irgendwie. Kein Regen. Ja, der Exzess bleibt trocken. Ja, du gehen wir eigentlich am Montag noch, bevor wir mit dem Zug fahren, noch zur DB Launch, bist du? Ja, okay. Können wir schon machen. Weil da gibt es ja Frühstücken dann oder wie? kostenlos Essen. Ah, Ja, okay. kostenlos. Ja, kriegst ja mit erster Klasse. Ah. Gerne. Wenn du willst, natürlich. Ja, klar, gern. So, hallo.
Schnelleres Auto vorbeilassen, aber du bist nicht schneller wie ich. Ja, wir haben Das die gleichen musste mir alles Autos, merken. ja. Also wir sind alle gleich schnell, oder? Ja, ich habe jetzt DRS, deswegen bin ich so schnell. Oh fuck. Oh, tschüss. Jetzt hast du dich irritieren lassen. Oh, was ist mit dem Gut, rechten ich war Reifen immer los? besser. Ich kann nicht nach rechts lenken. Was ist da los? Ja. Ja, solltest du dich beeilen, weil sonst Stimmt kriegen wir die Punkte irgendwas. nicht. Ja, stimmt irgendwas mit dem rechten Reifen nicht, so. Bei mir macht es ja keinen Sinn, weil ich ja eh Letzter bin. Also von daher wollte ich dich überholen lassen. Das doofe DRS hat mir jetzt hier die Runde passiert. Ja, und wir werden natürlich uns mal zeigen am Montag im Zug, gell? Wenn wir da sitzen. Wir werden Livestream mal übertragen dann Über was? Über auf YouTube oder Facebook. über... Ah, über Facebook. Facebook. Ja, dass wir mal ein bisschen uns dann. Ja, Facebook, Fanclub Magazin. Auf jeden Fall mal liken und dann Fanclub bekommen... Dann Magazin. seht ihr das dann. Natürlich auch XT Gamer, ja, also so ist nicht. Ja, das, auf Facebook sind wir da nicht so aktiv, aus diversen Gründen. Okay. Aber gerne auf Aus Twitter. Datenschutzgründen. @XTGamer. Nee, eigentlich mehr aus Gründen, die bei Facebook liegen, dass sie es uns nicht ermöglichen, wieder auf die Facebook-Seite zuzugreifen. Aber brauchen wir jetzt nicht weiter ausholen. Das machen wir möglich. Das machen wir möglich. Okay. Naja, aber du bist ja auf Facebook aktiv und wenn ihr dann auf Twitter könnt ihr dann auch @XTGamer, da werden wir auch viel posten dann von der Genau. Gamescom. Was ist das? Boah, was ist für eine Strafe? Muss ich nochmal rausfahren? Stop and Go? Oder Durchfahrtsstrafe? Ja. Ne. Irgendwas hat er gerade gesagt, ich habe jetzt gerade nicht gehört, wo er gequatscht. Nee, glaube ich nicht. 4 Runden noch. Kannst ja mal zweimal Kreis drücken, dann siehst du mal die Reifen, wie die abgenutzt sind. Wenn die über 70% sind, dann vielleicht schon rausfahren. Das machen wir aber dann noch mal langsam. Naja, Aber jetzt sagt verlieren man auch kannst du nicht, jetzt nichts mehr. dass ich rausfahren muss. Ja. Zumindest hast du einen Finish quasi. So, der Patrick ist natürlich sehr, sehr nah an mir. Da war aber jemand im Kies, ja. Oh, eine neue Schnell zur Runde, Schnäße. Patrick. Ja, wegen den neuen Reifen oder keine Ahnung warum. Nee, es sind keine neuen Reifen. Ja. Du bist eigentlich immer der Schnellere von uns beiden. Nee, eigentlich nicht immer. Ich bin auch schon mal irgendwie 19. geworden und da warst du vorne 7. oder so in einem der letzten Rennen. Oh, Jetzt bin ich genau 0, 25,90. 0, 0, 0. Also ich bin genau den ersten Sektor in der gleichen Zeit gefahren wie die Runde davor. Wie geht das? Also so einen Rhythmus habe ich nun mal gar nicht, dass ich genau gleich schnell fahre. Bei mir stimmt da was nicht. Okay, oh, 99% schon. Ne, 35%, alles in Ordnung. Es könnte wieder eine schnellste Runde werden, aber mal schauen, wie sich das jetzt mit uns zwei hier entwickelt. Lieber heute lasse ich mich überholen. Tja, ich habe eh nichts zu verlieren. Ah. Das wäre jetzt praktisch. Ich will eine schnellste Nein, Runde. nein, nein, hol dir keinen Ah, habe Rückenwind ich nicht. von mir. Nein, nein. Ah, nein, jetzt hast du mich. Oh Nee, ich Mann. habe dich nicht berührt. Jetzt hast du. Nein, jetzt hast du mich überholt. Das Also, war nicht. Mist, ey. Schaffst du das? Das kann doch nicht sein, dass du jetzt wieder noch schneller bist wie ich. Das macht wirklich die Qualifying-Runde, macht wirklich was aus, um da vorne wirklich mithalten zu können. Ja. Ja. Aber ich weiß nicht, warum ich da. Man denkt immer, man ist gut dabei, aber am Schluss dann sieht man dann, was da rauskommt. Das ist immer die Dosierung zwischen Bremse und Gas geben irgendwie. Dass man eigentlich nie komplett durchbremsen darf oder ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich mach's ja eigentlich auch gar nicht. Ich versuche Um, ja immer ohne man zu sollte bremsen, aber quasi immer auf dem Gas so ein bisschen noch bleiben.
in dem Spiel. Genau. Also runterbremsen, aber auch immer auf dem Gas bleiben, ja. Stimmt schon. Ja, vielleicht ganz kurz dann weggehen vom Gas, aber dann gleich wieder langsam hochfahren quasi mit den Genau. Triggern. Oh ne, jetzt ist es vorbei. Jetzt kann ich den nicht mehr ändern. Ja, ich glaube, die schnellste Runde So, jetzt haben bin wir ich jetzt schon schon. gesehen. Jetzt bin ich immer noch ein bisschen langsamer. Ist vielleicht die Also Reifenabnutzung. Patrick, dir kann man jetzt schon mal Glückwunsch Okay, sagen. danke. So, Vielleicht hole ich ja die Platz anderen und auch noch drei. ein. Ich weiß nicht, wie weit sind, ist der nächste weg? Ich weiß nicht. Also die Strecke hat mir jetzt ehrlich gesagt nicht gelegen, ne? Beim nächsten Mal besser in Komisch. Sepang, Malaysia ist ja, glaube ich, die nächste. Oder nee, Monza ist die nächste, oder? Monza ist. Ja, nee, Paar ist der Spar. Ah ja, Spa-Francorchamps in Belgien. Die liegt mir zum Beispiel gar nicht, also das wird desaströs. Kann ich jetzt schon sagen. Three laps of fuel, okay, dann kann ich ja jetzt alles verbrennen noch. Ja, der Patrick wird mich wahrscheinlich nochmal überholen, wenn wir nochmal so eine Runde. Nee, nee. Wenn dort steht plus 3, kannst du quasi, hast du 3 extra Runden noch. Das heißt nicht, du hast noch, kannst noch 3 Runden fahren, sondern über das Rennlimit hinaus kannst du noch 3 Runden, könntest du noch fahren. Das bedeutet, du kannst es eigentlich dann verbrennen, ne? Mit dem höheren Benzingemisch. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen okay erklärt. Boah, da überholen mich ja schon die anderen fast. Hey, boah, das kann ja nicht sein. Was ist denn da Ach, los? kommt Was der habe ich denn zweite für schon, oder Fahrer wie? überhaupt? Ja, ich weiß nicht, was ich da falsch mache die ganze Zeit. Das kann ja nicht sein. Dass mich immer alle überholen können eigentlich. Wir müssen mal bei F1 2017 ins Trainingslager gehen und das zusammen mal, bevor wir die nächste Saison machen, oder? Ja, doch, das wäre eine hilfreiche Stelle. Hm. Entweder bei dir oder bei mir. Oder vielleicht auf der Gamescom. Mist. Ja, schauen wir mal. Ich habe jetzt aber Gamescom ist keinen in Termin für 1. F1 ausgemacht, weil das Spiel ja eh schon um die Ecke ist, der Release. Weiß nicht, ob du was Genau ausgemacht hast. das wollte ich mit dir besprechen dann später. Ach so, da hast du auch schon was, Ich okay. hab. In der Pipeline. Nee, nee, ich wollte. Okay, ich sag's mal jetzt so, ja. Wenn jemand. Also du wolltest ja eigentlich nur also F1 2017 Termin ausmachen, ja? Nee, wollte Und ich ich nicht, wollte es weil eigentlich das auch. Spiel ja schon um die Ecke kommt. Ja, du. Okay, ja, genau. Aber so gesehen haben sie die Slots schon alle voll besetzt. Oh, das habe ich Und auch genau gemerkt, diese ja. Aussage habe ich. Genau diese Aussage habe ich zurückbekommen. Ja, also die haben ja eines Nachmittags haben die sehr viele Termine angeboten, ein großer Publisher. Und ich habe leider nur 2 Termine bekommen und das waren irgendwie, ich weiß nicht, 15, 16 Spiele oder sowas. Also die Okay. waren schnell alle ausgebucht. Hatten auch direkt 3 PR-Manager irgendwie im Volldienst, die im Telefondienst komplett waren. Aber. Vier meinst du eher dann, Oder oder? 4, ja, kann sein. Wenn du die meinst, von Codemasters. Ja, Koch Media ist es ja, also Ja, komplett. genau. Ich habe zum Beispiel Oh, die sind Vampire top. hätte ich gern gesehen, habe ich nichts bekommen. Oh. Von den Life is Strange-Machern, das neue Spiel. So, ich glaube, wir können weiter. Bist du schon im Ziel? Okay, das Ich war der bin große durch, ja. Preis von von Deutschland, Hockenheimring. Wir sind Zweiter in der Fahrerwertung mit 4 Punkten Rückstand nur auf Hamilton. Das sollten wir schaffen im nächsten Rennen vielleicht. Und in der in der Teamwertung sind wir Vierter mit 141 Punkten Abstand. Das wird schon ein bisschen herausfordernd. Okay, dann geht's gleich Hast du weiter mit ein? dem nächsten Rennen. Danke fürs Zugucken. Genau. Ich mache das mal für YouTube hier so. Dankeschön. Ja.